Pyramide und der Bruder ist wieder am Start. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga Insider. Macht ihr gerne mal ein Like. Ich will ja mal echt jetzt mal ein paar Likes sehen. Das wäre richtig geil. Und damit will ich gar nicht so viel Zeit verlieren, denn das Video ist einfach wieder eine XXXL Edition geworden. Bruh. Und damit gehen wir ab in die Pyramide. Tobi, was ist los? Gut. Damit herzlich willkommen. Ich habe heute die Ehre, das Intro zu machen und ich würde mal starten mit Iced Matcha Latte. Ich bin zwar nicht zu spät beim Pilates, aber Kessem war zu spät in der Aufnahme. Kessem, was geht? Sehr gut. Ja, was geht, mein Lieber? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles super. Hey, wenn wir über die Bundesliga reden können, hier in unserem Träumchen Zweier gespannt haben, kann es mir doch nur gut gehen, Kessem. Herrlich, herrlich, mein Lieber. Richtig schönes Intro. Ich glaube, dafür hast du dich schon qualifiziert auch fürs nächste Mal. sehr nice. Ich höre den Track tatsächlich nicht so oft, aber ich habe den schon, Fanshow-Spot habe ich den schon mal bei Tormusik gehört. Deswegen sollte ich mir den, glaube ich, nochmal reinziehen. Mein Lieber, Feedback war wieder King. Ging auch ein bisschen inhaltlich, auf eine inhaltliche Ebene mit dem User und Userin. Hi2036. Zitat. Geil, wie alle Picks valide Argumente haben und durch die Diskussion echt eine Top-Liste bei rumkommt. Da habe ich nur drunter geschrieben als Kommentar, wie cool ist dieser Kommi, oder? 10 von 10 Kommentar, 100%. Finde ich geil. Alter, also erstmal Hi an Hi. Übrigens auch Sick Name, Bro, würden hier einige sagen. Und mega geiles Feedback. Also liebe ich, mega geil. Also so, das pusht mich auch richtig, weißt du? Also ich habe jetzt geil, auch noch mehr Bock auf diese Folge hier heute. Immer, Kessem. Ich liebe unsere Dienstags-Episode, ich liebe die Pyramide, ich fühle mich immer wie im alten Ägypten hier und ich habe richtig Bock, ich bin heiß auf die Durchstarter. Sehr gut. Und Hi liefert auch das Stichwort, Tobi, Top-Liste. Die gilt es für uns heute wieder zu finden, mein Lieber. Yes, sir. Und das natürlich in unserer Formpyramide. Ich frage dich erstmal, wie es dir geht, mein Lieber. Das ist immer das Wichtigste eigentlich. Mir geht's ehrlich super. Alles top. Fußball tatsächlich, war auch hier mit einem kleinen Running Gag im Video, dass ich immer verletzt bin. Ich habe jetzt am Freitag wieder voll mittrainiert. Diese Woche hoffentlich 2 volle Trainingseinheiten zusätzlich. Mache noch einmal individuell was und ab 3-mal ins Gym. Und inshallah bin ich nächste Woche wieder fit und match-ready. Sehr geil. Ich habe nur vom Kurzzeit dein Instagram gesehen. Geil, dann warst du schon auf der Bank und dann wärst du bald wieder auf dem Feld gespottet, ne? So sieht's aus. War auch immer süß deine Geschichte, wenn du so erzählt hast, wenn ich dein Gegenspieler erkannt hat auf dem Platz und so. Das werden wir wahrscheinlich im Fernschusspot nochmal hören dann. Geil. Ja. Freue ich mich drauf. Genau, und dann habe ich mir eigentlich nur notiert, machst du bald einen Zweitkanal? Weil die Zweitliga-Challenge, die läuft ja adäquat bis Weltklasse, bis Legende, müssen wir hier im Formpyramiden-Style bleiben. 35 habe ich gesehen, ne? Ich glaube sogar noch höher. Ich glaube, es haben noch irgendwie ein Pass des Todes hat noch gefehlt. Ach, der ist hast noch, du wieder? Der ist noch nicht, der ist noch nicht ganz drauf gerechnet. Dann müssen es nochmal 17 Punkte mehr sein. Aktuell bin ich Platz 27, vielleicht geht es da nochmal ein, zwei Plätze in Höhe hoch. Sick, Bro. Da hat er aber ist echt krass. Also zweite Liga läuft dieses Jahr sehr, sehr gut. Hast du einfach wieder Kickbase antelefoniert, ne? Dass sie dir da irgendwie noch den Pass des Todes rein. So sieht's aus. Ja, ja. Bei Palacios wurde er 3-mal abgezogen, dann muss ich wenigstens Liga 2 bekommen. Ja, ja. Boah, ich war im Stadion, ne? Übel, Alter. Geil. Aber krasse Spieler habe ich, Kessem, ohne Spaß. Richtig geil. Richtig gut. Richtig geil. So, zur KG-Liga werde ich mich, glaube ich, künftig nicht mehr äußern. Dafür schaue ich mir unsere Formpyramide umso mehr an. Da, und da hat keiner in den Kommis was geschrieben, welche Position die denn sehen wollen. Und dann ging ich ja gestern zu dir, Tobi, und habe dich gefragt, Bro, was machen wir denn heute? Und dann hattest du eine geile Idee, wenn du die kurz vorstellen magst. Klar, kein Problem. Ich habe mir überlegt gehabt, ich finde es immer ganz geil, auf Spieler zu schauen, die vielleicht vor der Saison nicht die höchsten Expectations hatten und dann aber vielleicht komplett geil in die Saison reingestartet sind. Werden wir heute drüber reden, so ein bisschen die Breakout-Spieler, Durchstarter, wie auch immer man es framen will. Wir haben uns da auch extra keine Restriktionen gegeben, sondern das kann auch sein, dass wir heute in zwei ganz andere Richtungen argumentieren. Dann gilt es halt wieder, den Konsens zu finden und hier die bestmögliche Pyramide zu bauen. Aber ich freue mich sehr drauf auf die Durchstarter. Ist cool. Richtig gut, das war hier nicht mehr abgesprochen, deswegen nochmal Double Props an dich. Also, Breakout Buffet heute, featuring Kickbase Guide. Kanäle blende ich wie immer ein, Shownotes und hier auch ins Video. Kickbase Guide mit 2 Insta und Kickbase Guide, ganz normal TikTok, let's go. Da sind wir jetzt auch nochmal ganz anders connected. Da gibt es jetzt auch auf unserem Channel immer nochmal ein Video mit dir, letzte Woche sogar 3.
Nice, mein Lieber. Und damit starten wir rein in die Pyramide. Wir reden über die Breakout-Player im Game-Changer-Modus. Du hast es gerade auch schon so schön benannt. Die über das größte Momentum gerade verfügen. Und genau, die. Wir haben budgettechnisch keine Grenzen gesetzt. Kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Deswegen, das kann hier eine ganz wilde Folge werden. Oh, Tobi ja. schrieb mir nur viel Spaß im Editing mit dem Lach-Emoji. Mein Lieber, reiß dich heute wirklich zusammen. Ne? Also... Du hast ja letzte Woche da schon ein bisschen Minjay Kimber, Legende, Alter. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Das war so geil. So nach dem Motto, Tobi Lost. Aber ich lieb sowas, ohne Spaß. Auch Kommentare wieder sehr, sehr geil gewesen. Genau. Props an die Community, war richtig lustig. Richtig gut. Ja, und wir schauen uns auch die an, die vielleicht auch ihren Durchbruch diese Saison schaffen könnten. Ich habe da auf jeden Fall schon mal ein geiles Ranking mir gebaut. Und im Style Keyplayer, Schlüsselspieler des Teams. Und des Spiels auch dann. Elite, der Keyplayer in gut. Wir haben Weltklasse, die Gegenspieler bekommen Angst. Und Legende, Magnet überall, glaube ich, hast du letztes Mal gecallt. Das passt, denn auch der Torwart-Handschuh spielt vielleicht heute eine Rolle. Ich weiß natürlich nicht, ob du einen Torwart drin hast, aber wir schauen uns das an. Am Ende veredeln wir das natürlich mit unserem Mann pro Reihe. Und dann würde ich sagen, wir haben alles gesagt. Tobi, dir gebührt das Intro nicht nur, sondern auch wieder der erste Spieler. Alright, starten wir mal rein. Wie gesagt, es kann sein, dass wir heute, was die generellen Picks angehen, komplett auseinandergehen. Ich glaube, alle Argumente oder alle Spiele, die wir droppen, werden valide sein. Wie gesagt, dann wird es am Ende nochmal für Kassim lustig, das Ganze zu editen. Also könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr euch die Pyramide reinzieht. Ich starte mal rein mit meinem ersten Spieler. Und das ist jemand, der seinen Zweitnamen verloren hat, aber dafür extrem an Form zugewonnen hat. Nämlich Jamie Gittens vom BVB. Das ist mein erster Keyplayer heute im Video. Geil. War für mich immer jemand, der nicht über diesen Sub beim BVB weggekommen ist. Dann wurde er im ersten Spiel eingewechselt, droppt eine 10 von 10 Performance, macht 2 Tore. In der Champions League auch nochmal einen Doppelpack gemacht, dann nochmal in der Bundesliga getroffen und macht für mich generell einen geilen Eindruck. Und deswegen in seinen jungen Jahren auf den Flügeln des BVBs ist er mein erster Keyplayer heute in der Pyramide. Ich bin gespannt, ob du überhaupt dabei hast. Ich sag dir eine Sache. Ich hab den gar nicht dabei. Aber okay, fair. Das wird heute öfter vorkommen. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe einen Spot offen gelassen, weil ich genau wusste, Tobi kommt wieder mit einer Pyramide, die sich gewaschen hat. Und deswegen sage ich, Gittens, locked in, geil. Loaded. Gefällt mir. Gefällt mir deine Begründung und ist für mich, war vor der Saison auch ein absoluter High-Player für mich schon. Und gehe ich komplett mit, auch mit dem, was du gesagt hast. Und ist für mich auch noch einer, der jetzt auch noch mal den nächsten Step machen kann. Gerade auch im Zusammenspiel mit Gerassi gefällt er mir sehr, sehr gut. Und ich finde auch gerade geil, dass du nicht jetzt nur auf das Unionsspiel blickst, sondern dass du das Ganze, deswegen passt das heute gut mit dem Durchbruch. Yes. Wir gucken nicht nur das erste Spiel oder die letzten 2-3 Spiele an, sondern the whole package. Big so things comes in small packages. Sehr gut. So, ich bin sehr gespannt, Kesse. Jetzt packe ich meinen ersten Keyplayer aus, mein Lieber. Hör, spitz schon mal das Ohr. Also, ich habe Junior Adamu. Der Hype vor der Saison war groß und keiner redet hier aktuell von Höhler, von Gregoritsch. Ist für mich jetzt schon ein etablierter Goalgetter mit Assist-Mütze. 2 Tore, 2 Assist, 1 Spiel mehr, zum Beispiel als Hugo Ekitike. Also hat 6 Spiele schon eigentlich alle gemacht. Macht sehr viel fürs Spiel. Gefällt mir auch gerade so in diesem Harmonie-Vibe mit Doan und Grifo da. Ein sehr cooles Dreieck schon etabliert über Schuster. Und für mich kann Freiburg mit Junior Adamu jeden schlagen. Ist auch erst 23. Und ich finde, der liefert bisher ein richtiges Statement für sich. Adamu habe ich auf Keyplayer. Geil. Gehört für mich auch auf jeden Fall mit rein. Ich habe ihn sogar auf Elite am Ende. Weil ich einfach finde, dass er das Freiburger Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level hebt und mir da so viel besser gefällt als Höhler und Gregoritsch vorne drin. Müssen wir mal gucken. Ja. Also lass mal am besten in Klammern. Schauen einfach, was du da noch für Kollegen mitgebracht hast oder wen du vielleicht eine Stufe höher siehst. Und dann können wir abschließend nochmal final einordnen. Aber Junior Adamu, bisher eine geile Saison. Und man muss auch überlegen, der hat letztes Jahr gar keine Rolle bei Freiburg gespielt. 0,0. War auch viel verletzt, muss man auch dabei sagen. Ja. Hat aber insgesamt keine Rolle gespielt. Dann droppt er da eine überkrasse Vorbereitung und ist jetzt einfach absoluter Stammspieler und spielt gefühlt auch immer durch. Ich sehe auch überhaupt nicht, dass dann Gregoritsch für den reinkommt. Für mich ist Adamu komplett gesetzt und wird dieses Jahr die Sturmhoffnung beim SC Freiburg sein. Geiler Mann, gehe ich voll mit dir mit. Richtig gut. Und wenn der Mann nicht in der Nazio ihm auch den Rang abläuft. Ich meine, er ist auch Österreicher, ne? Deswegen, stimmt. Ja, kann echt gut werden. Spielen jetzt auch in der Länderspielpause. Ganz spannender Mann da. Once to watch.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe die beliebte Klammer, der Schnitt lacht. Oh, die schon wird öfter gemacht. Kommen heute. Ja. Aber ich habe auch schon Elite so klein reingekritzelt. Ich bin gespannt auf deinen zweiten Keyplayer. Wir sind aber ja schon mal, ich sag mal hier, konform unterwegs. Also zwei von zwei schon mal in der Pyramide. Also ich habe ein gutes Grundgefühl, mein Lieber. Enttäusch mich nicht bei einem dritten Mann hier. ich habe einen drin, der bisher als nächsten bei den Keyplayern eine sehr geile Saison spielt. Ich finde, er war aber auch schon vor der Saison eigentlich ein sehr guter Spieler. Deswegen ist er bei mir nur in den Keyplayern gelandet. Und das ist Tuta von der Eintracht aus Frankfurt. Wir haben ihn ja hier sogar Weltklasse getauft beim Defender-Ranking. Da würde ich sogar mitgehen. Ja. Aber wenn wir das Ganze auf den Breakout-Aspekt betrachten sozusagen, dann weiß ich nicht, ob ich ihn weiter höher packen würde. Spielt aber trotzdem eine gute Saison. Hat nochmal ein Upgrade geliefert zur letzten Saison. Ich erinnere mich da an viele Spiele letztes Jahr bei der Eintracht auf der 6, wo der wirklich desolat war. Jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Kiel war er wirklich sehr, sehr gut. Jetzt wieder gegen Bayern gewohnt eine IV gespielt. Tut das mein Man, den Keyplayer und damit mein zweiter Mann. Wir sind von den Spielern 3 von 3. Ich habe den aber ein paar Regale höher. Oh. Weil ich das mit dem so Breakout, der war für mich immer einer von vielen. Mhm. Und jetzt ist er für mich hinten drin The Man. Auch wie du ihn eigentlich auch schon hier gerade getauft hast. Also ja, also da würde ich das nächste Klammer setzen. Wo hast du ihn denn? Hast du ihn sogar bei Weltklasse oder wie? Ich habe ihn sogar bei Weltklasse. Ui, das, okay, der das macht, krass. Ich hab mir da eigentlich auch jetzt nur, weil wir hatten letztes Mal ja schon so viele Stats zu ihm gesagt, ich habe mir eigentlich nur das Spiel gegen die Bayern angeguckt. Wieder 93% Pässe, ist auch gut. 67% Zweikämpfe, Luftkampf 1 von 1, 10 geklärte Bälle, abgefangen auch noch 4 Stück. Also der hat da wirklich wieder viel geregelt, viel gedribbelt, also wirklich, also Tuta ist wirklich eine absolute Instanz jetzt und wenn der so weitermacht, dann kann der wirklich also seinen richtigen Durchbruch schaffen. Bin ich ganz gespannt. Ich habe ihn jetzt erstmal Kammern auch bei den Keyplayern, in der Keyplayer-Kammer und wäre aber eigentlich schon mit Tuchfühlung Elite. Wollen wir uns da schon direkt einigen? Ja, komm, wir gehen mit Elite. Komm. Dann mach können ich wir, hier, wenn du willst, Junior Adamu runterziehen. Bin ich fair mit. Weil er hat jetzt scoringmäßig noch nicht den Mega-Impact gehabt. Ja, deswegen können wir von mir aus Adamu einfach einen runterziehen. Dann gehen wir mit Tuta in Elite und dann schauen wir mal weiter. Tobi direkt hier wieder mit der Scoring-Brille unterwegs. Als Stürmer natürlich, klar. Immer. Bro, das ist ein Abwehrspieler. Ne? Was erwartest du denn? 10 Tore oder was? Bei Adamu, nicht bei Tuta. Ach so, ja, bei Tuta. Genau, ich bin bei Tuta. Genau, ich habe gesagt, dann ziehen wir Adamu runter in Keyplayer sogar. Ah, ja, so wie okay, ach, fair, hattest, fair. Weil er eben erst wenig Scorer hat, so war das gemeint. Gerne, nicht beim Verteidiger. Ja. Oh Mann, jetzt ist hier, wir geraten schon aneinander, ne, merkst du. Wir haben hier keinen Schlichter heute. Ne, haben wir, vielleicht in den Kommentaren, kommt vielleicht noch irgendwie ein Schlichter rein. Gut, dann haben wir haben Adamu, haben wir jetzt auf Keyplayer, yes, genauso wie Gittens. Dann haben wir schon mal da unsere 2 von 5. Tuta geht Elite. Das ist doch schon mal cool. Gefällt mir. Nice, mein Lieber. Okay. Richtig gut. Richtig gut unterwegs heute, habe ich das Gefühl. Also, vielleicht doch nicht so viel zum Editen. Ich bin gespannt. Ich mache weiter mit dem nächsten Keyplayer. Und da packe ich den Torwarthandschuh aus. Und zwar mit Gulaschi. Und wir wollen hier ja auch ein bisschen über Stats reden. Also, bisher 6 Spiele gespielt. Die einzigen Treffer, Gegentore, die er bekommen hat, das war gegen Leverkusen. Da kannst du auch mal 2 bekommen. 5-0 vor der Saison. Du hattest ihn auch oft drin bei dir. Van de Voort wurde geholt für 10 Mille von Genk. Der wurde perspektivisch natürlich geholt, aber es gab auch schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, löst er den vielleicht auch schon diese Saison ab. Abgewehrte Torschüsse, 23 von 25. Großchancen vereitelt, 5 von 7. Also der ist überall in diesem Torhüter, in unserer Torhüterkartei gefühlt eigentlich immer die 1. Gulaschi hätte das für mich absolut verdient. Einfach, dass er gerade den nächsten Schritt macht. 5 weiße Westen, ich find's unfassbar. Nur 2 Gegentore. Ja, es ist für mich so unfassbar, dass ich ihn sogar in Elite drin habe. Ach, guck mal. Ich feier, dass wir die nächste Übereinstimmung haben, auch wenn die Kategorie. Okay, dann geil. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Der ist in allen Torwartmetriken ist der komplett oben weit dabei. Für mich halt komplett geschockt, dass er über 90% Abwehrquote hat und Kevin Müller auf Platz 2 mit knapp 50% ist. Das ist so absurd hoch. Dann, wie du sagst, 5 von 6 Mal zu 0 gespielt. Also wenn ich den Rentner einmal hier irgendwo hoch reinpacken kann, dann muss er irgendwo in Elite unterkommen. Finde ich gut. Ich habe ihn in Klammern. Gerne. Doch. Oder in Klammern, mir egal. Du darfst den Knopf drücken. Drückst du den Knopf? Ich weiß nicht, was du noch mitgebracht hast. Wir machen mal noch Klammern. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich lasse mir das mal noch schön offen hier. Ich muss heute aber mindestens einmal den Knopf drücken. Okay, Deal. Sehr gut, okay, perfekt.
Er wollte, wir können ja zum Prolog sagen, ich bin heute ein bisschen später, ach, das hast du ja schon im Intro verraten. So aus. Und dann wollte, Tobi wollte sich dann zwei Vetos dadurch erschleichen, von daher. Aber Kessim ist da natürlich knallhart geblieben, wie man ihn kennt. Ich bin knallhart natürlich. Knallhart. Ja, kennst es. Sehr gut. Right. Okay, Gulaschi ist mal eingekreist. Ja, mal in Klammern, genau. Dann habe ich einen, der, ich weiß nicht, ob du ihn höher hast, der ist nämlich kometenartig in die Saison reingestartet mit Paul Wanner von Heidenheim. Hat dann aber schon so ein bisschen nachgelassen, finde ich. Heidenheim macht einen coolen Eindruck, aber ich finde jetzt nicht, dass, weiß nicht, ob Paul Wanner so ein Elite-Level hat. Er ist auf jeden Fall ein geiler Spieler. Ich finde es auch krass, wie er sich direkt in der Bundesliga etabliert hat mit dem jungen Alter. Bei mir ist am Ende dann nur der Keyplayer geworden, finde aber trotzdem, dass er hier irgendwo auftauchen sollte. Ja, baut ein bisschen ab, ne? Du hattest total, ja auch schon, du hattest ja auch die Peak schon. Ja, du hast die Peak ja auch schon genannt, dass der irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen jetzt abfallen könnte. Ich habe noch schnell Komet, nochmal kurz die Lyrics. Lass uns nochmal aufdrehen, ja. Also wenn wir hier aufdrehen, dann müssen wir eigentlich Wanner reinnehmen. Lass uns noch einen in die Klammer setzen. Machen ich würde ihn nochmal auf die Klammer, die. Weil er auch... Also, ja, aber er ist eigentlich schon in diesem Breakout-Modus. Man ich hätte das niemals erwartet. Ja, für doch. Mich war das jemand, den ich gar nicht vor der Saison, also ja. ich wusste, wer es ist, ich wusste den Namen, aber ja. Für mich war es, okay, Heidenheim wird dieses Jahr eine grauenvolle Saison spielen, weil die so ausgebeutet wurden transfermäßig und dass er da so gut reinkommt und da einen geilen Job macht, hat auch in der Conference League sehr gute Spiele gemacht, auch in fast jedem Spiel, glaube ich, gescored. Er hätte es auf jeden Fall verdient. Wir machen trotzdem mal in Klammern, weil ich weiß ja nicht, was du noch mitgebracht hast. Ich drücke hier den ersten Veto-Knopf für dich. Willst du direkt einpacken? Ich pack Wanner rein. Wir müssen dann wahrscheinlich einen von mir streichen, aber da bin ich offen. Ich würde Wanner mal einloggen neben Gittens und Adamu. Yes. Gulaschi hat sich weiterhin nochmal geduckt in den Klammern, aber dann haben wir die drei schon mal drin. Weil ich jetzt auch. Ja, ich habe jetzt hier, ich habe noch zwei Jungs und wir müssen mal gucken. Wir haben ja auch noch zwei Spots, wenn ich das jetzt hier richtig kalkuliert habe. Jawohl. Und ich gehe mal mit Johnny Burkhardt, der gerade echt richtig gut für mich spielt. 6 Spiele, 5 Tore, 1 Assist, die Dribblings gefallen mir diese Saison besonders gut. Da liegt er aktuell über 55% in der Quote. Der hatte letztes Jahr so wenige Dribblings, dass wir die gar nicht mal aufgenommen haben in unserer Farbenkartei. Von daher, da lag er so bei 42%, also das hat er auf jeden Fall schon krass abgegradet. Schüsse aufs Tor, auch da, die hat er hochgesetzt, also schießt 0,5 Mal mehr pro 90 Minuten aufs Tor, das ist auch richtig gut. Da habe ich mir noch die Heatmap angeguckt, Tobi. Geh mal mit mir, komm mal mit. Komm mal mit auf die Heatmap. Ah, hast du schon gesehen. Der ist ja überall, ne? Also Aktionsradius, das ist so krass. Links, rechts, Mitte, Strafraum, Box, Zone 13. Der ist eigentlich in jeder Zone unterwegs. Als geiles Beispiel dafür, in dem Spiel, in dem Heimspiel, wo wer rot gesehen hat, nicht Hanke Olsen, als Amiri rot gesehen hat, kam irgendwann Amino Sieb rein und Johnny Burke hat auf der 8 gespielt. Das hat für mich alles ausgesagt. Wahnsinn. Also der Mann ist wirklich überall, das ist überkrass. Richtig, hier mit Eye-Test noch, mit Live-Eye noch mit drin, Re-Live-Eye. Geil. Also okay, also dann höre ich schon raus, du bist entzückt. Ich habe ihn sogar in Elite-Kessel. Ist ja alles. Für mich ist die Scorer-Anzahl so krass. Ja, also Mainz hat bisher keinen guten offensiven Start erwischt. Und es scheint, also es ist mit Sicherheit auch ein bisschen Recency-Bias dabei, weil er jetzt 2 Tore gemacht hat und für die Nazi nominiert wurde. Aber der, also keine Ahnung, ich finde, das ist so ein Upgrade zu dem Johnny Burkhardt, den wir letztes Jahr gesehen haben. Kam ja auch aus einer ekligen Verletzung letztes Jahr raus und musste da erstmal wieder seine Form finden. Aber ich finde den einfach so geil aktuell. Ich habe ihn mal in Elite, aber ich weiß nicht, da müssen wir halt gucken, was da noch kommt. Also ich würde sagen, wir packen ihn auch mal in Klammern. Er ist auf jeden Fall dabei, wir müssen nur schauen, wohin. Nice, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal auf Elite-Ebene in Klammern gesetzt. Alright, okay. Wir gucken mal, wen du noch hast. Vielleicht muss ich auch noch einen rauskicken bei dir, aber let's see. Okay, nice. Dann mache ich mal weiter mit meinem vorletzten Elite-Spieler. Von meinem vorletzten Keyplayer. Kann ich mir auch wieder vorstellen, dass du ihn höher gesetzt hast. Ich gehe mit Alex Pavlovic vom FC Bayern. Für mich auch jemand, ich habe vor der Saison nach der Palinha-Verpflichtung gedacht, okay, ist kein, auf den ich jetzt großartig setzen würde. Aber ich meine, er hat jetzt 5 von 6 Spiele gestartet in der Bundesliga, auch in der Champions League, in den wichtigen Spielen, Teil der Startelf gewesen. Und jetzt, allein die Woche zeigt alles für mich. Startet in der Champions League und startet dann auch nochmal am Wochenende gegen Frankfurt. Also der Mann scheint da aktuell die Nase komplett vorn zu haben. Und das in einem jungen Alter mit der Qualität, die er mitbringt.
geiler Typ und deswegen bei mir im Keyplayer mit drin. Hast du ihn höher? Bro, natürlich habe ich gar nicht höher. Dabei. Geisteskrank. Natürlich habe ich ihn dabei. Ich wollte gerade sagen, ich war schon. Fünf Starts. Kim-Call. Fünf Bully-Starts konfirm ich dir. Soll ich schon auspacken, was ich noch zu ihm recherchiert habe? Mhm, also, ich mache es einfach direkt. Viertbeste Passquote der Liga. So krass. Am Wochenende über 100 Pässe gespielt, by the way. Ne? Es ist so krank. Hammer. Du schon wieder da, schon wieder alles live, wieder mitverfolgt. Sehr gut. Das Tor gegen Leverkusen. Krank. Wie du sagen würdest, Screamer. Screamer Attack. Ja, Wahnsinn. Zweikampfquote gibt er dir über 60%. Mhm. Also ganz ehrlich, er ist der Palinha. Also er macht das, was man eigentlich von 100%. Palinha haben wollte. Luftkämpfe habe ich auch. Noch viel Spielstärke. Ja. Ey, Wahnsinn. Wir haben ja noch gar nicht richtig was gesehen hier von Palinha. Also ich weiß gar nicht, wann kommt er, ne? Wir müssen, ich habe noch die Luftkämpfe, der fliegt dann auch noch da wie so ein Düsenjet da durch die Zweikämpfe. Der hat auch körperlich zugelegt. Das war für mich aber auch gesagt, dass er halt körperlich nicht auf so einer Pivot, auf so einer Holding Six mitspielen kann. Ja. Aber er macht es mittlerweile auch. Der ist in Zweikämpfen brutal. Der kann seinen Körper gut ein. Also, das ist gruselig, wenn man überlegt, dass der noch so jung ist. Da kann was richtig Krasses draus werden. Wahnsinn. Und dann hat er noch eine Size, hat ein gutes Sizing. Ja. 1,88. Also, King Pavlo, für mich jetzt schon eigentlich hier mit Breakout. Also, alle, die den geholt haben, auch in den Manager-Spielen und so, also dürft ihr euch echt mal abklatschen. Richtig geil. Ich habe ihn auf Weltklasse. Ui. Ja, ich finde den aber so geil. Also, wenn ich meine vier obersten Spiele angucke, da kommt Pavlovic nicht ran. Da kommt der mal nicht ran. Ja, gut, ich mache den auch mal hier in Klammern. Aber er ist natürlich auf jeden Fall dabei. Ist das nur die Frage, wo ordnen wir ihn am Ende ein? Schauen wir mal. Die Lanze haben wir auf jeden Fall schon mal gebrochen. Also, wir merken jetzt schon, für Keyplayer ist er zu gut. Wir müssen nur gucken, ob wir ihn später in die Weltklasse oder Elite reinpacken. Too good for Key Player. So like, too good wie du für die Bank. Du musst ja auch bald auf Pitch wieder. Von daher passt das. Alright. Okay, nice. Hast du noch einen Key Player? Du hast Pavlo. Ja. Ich muss nochmal hochscrollen hier. So, einen habe ich noch. Und das ist der portugiesische Leuchtturm. Der stabilisiert die Union-Defense aktuell so stark wie keiner. Defensivaktion überall super, Zweikämpfe, Positionierung, Balleroberung, da gefällt er mir richtig gut. Wirkt richtig smart, also wirklich, als wenn Bo zu ihm gegangen wäre und ihm irgendwie 3-4 Kleinigkeiten, so 3%, 4% hat er dann nochmal irgendwie in sein Spiel abgelevelt, verteidigt richtig gut, auch nach vorne, habe ich auch in der Heatmap gesehen, hat da so einen echten coolen Stiefel, cooles Allround-Game, hatte ich vor 2 Jahren, glaube ich, war das, ne? Wo Union diese Hochphase hatte. Dann hat er jetzt letztes Jahr dieses schwierige Jahr. Das ist ja auch immer, ne? Dieses schwierige Jahr dann in der Bundesliga, das zweite, das dritte. Und, aber er ist auch, ich habe mir nochmal Kickbase-Punkte angeguckt, der siebtbeste Verteidiger. Comunio macht ja auch 33 Punkte, gehört auch zur absoluten Top-Verteidiger-Spitze. Also, ich habe hier Diogo Leite. Geiler Call. Ist bei mir am Ende nicht reingekommen. Für mich war die letzte Position bei Keyplan einfach total offen. Also da müssen wir gucken. Ich kann mal reinschmeißen, wenn ich mitgebracht habe. Bitte. Ich bin mit Romano Schmid von Werder Bremen gegangen. Spielt für mich auch bisher eine geile Saison, hat eine geile Entwicklung hingelegt, ist da ein absoluter Leader im Aufbauspiel von Bremen. Kann man, finde ich, für beide einen Call machen. Also von mir aus können wir da auch deinen Lage nehmen. Ich bin mit beiden komplett fein. Die letzte Position war bei mir so, es gab so, keine Ahnung, 5, 6 Spieler, die man hätte nennen können. Wo jetzt keiner zu 100% rein muss, aber es wäre bei jedem in Ordnung. Also ich würde sagen, da können wir auch gerne einen guten Diogo nehmen. Vor allem Union, zweitbeste Defensive der Liga bisher, da haben wir noch das Backup auf jeden Fall. Nehmen wir Diogo Leite als letzten Mann in der Keyplayer-Kategorie. Gefällt mir. Und damit sind wir doch einigermaßen gut durchgekommen. Korrigiere mich gern, wenn ich hier falsch liege. Wir haben auf jeden Fall Gittens. Sieht gut aus. Ja. Wir haben Adamu. Ja. Wir haben Gulashi. Haben wir Gulashi? Den haben wir, glaube ich, in Klammern noch. Den haben wir in Klammern. Wir haben aber Paul Wanner. Yes. Und wir haben Leite. Ja. Und ja, müssen wir aber einmal bei dir noch die Klammern wegnehmen, ne? Oder? Wir können, wenn du willst, Gulashi dann einfach locken. Dann haben wir die Keyplayer übrig. Ja. Gulashi. Die Elite und so weiter übrig. Ist direkt locked in. Fett. Cool. Und dann haben wir noch für die Klammern haben wir dann noch einen Burkhardt sehe ich hier noch. Einen Tuta sehe ich hier noch. Ja. Die beiden, ne? Und Pavlo. Genau, das haben wir bei Elite. Genau, Pavlovic, Tuta, Johnny Burkhardt sind jetzt schon die drei Spieler, die wir bereits genannt haben, die auf jeden Fall das Potenzial haben, da reinzukommen. Geil, dann hast du noch jemanden übrig bei Elite? Ich hab sonst gar nichts mehr. Wir können sonst schon on-moven. Ja, aber ich habe noch einen übrig, aber wir haben ja eh noch einen offenen Spot bei Elite dann. Ich habe noch Jamie Leveling dabei.
Der hat bei mir in Elite auf jeden Fall reingekommen. Jamie Leveling muss für mich hier mit rein. Ich finde den übergeil bisher in der Saison. Für mich eine übelst krasse Entwicklung hingelegt. Ist da aktuell felsenfest gesetzt beim VfB auf der linken Seite. Spielt da jedes einzelne Spiel. Geile Synergie mit Mittelstädt zusammen. Auch in der Champions League unglaubliche Spiele hingelegt. Also Jamie Leveling ist so ein geiler Spieler. Aber der hat auch gestern, es sind halt so für mich so kleine Aktionen. Er ist da im Flügel auf eine 1 gegen 1 Situation, wo ich eigentlich denke, okay, das ist eigentlich Chris Führig Territory, dann so eine 1 gegen 1 Dribbling-Situation zu gehen. Und dann macht er so eine kleine Körperbewegung wie Jeremy Frimpong immer und tunnelt mit seinem rechten Fuß den Gegenspieler, geht nochmal pacemäßig dran vorbei. In so Momenten verliebe ich mich in alles. Das ist so geil anzugucken. Ich lieb's. Also Jamie Leveling ist mein letzter Elite-Player. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu schnell geht. Weil ich habe Leveling natürlich auch drin. Du hast ja auch schon eigentlich alles gesagt. Der hatte für mich auch immer so einen Backup-Vibe, auch bei Union. Allein, dass der auch im Santiago Bernabeu, hattest du ja auch immer nochmal herausgehoben, da auch nochmal den Kopfball-Assist auch liefert. Also gefällt mir so gut. Auch alle Spiele gestartet. Zweitmeisten kreierten Großchancen. Das so soll geil. Mal hier nicht untergehen. Das ist, so das ist ein richtig, richtig starker Spieler. Kommst jedes Spiel durch ihn eine Großchance. Und Dribbling ist der sogar noch erfolgreicher als viele, da hat er auch einen Top-10-Stat. Also geil. Leveling, genau wie du sagst, muss hier rein, sonst bin ich auch der Erste, der hier aus dem Video geht. Und das wollen wir alle nicht. Das prägen wir übrigens. Also für die zukünftigen Pyramiden, wenn jemand irgendeinen Spieler nennt, den der andere gar nicht auf dem Zettel hat, das ist jetzt ab sofort ein Min-Jae Kim. Das ist unser neuer Term. Ja, finde ich gut. Das ist für mich auf jeden Fall ein Kim. Und der ist auch drin. Und das Ding ist jetzt, wir haben Burka, Tuta, Pavlo in Klammern. Aber ich habe hier ja noch Spieler. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier machen. Also, deswegen habe ich gefragt, hast du Elite-Player? Vielleicht müssen wir doch noch, mal irgendwie Gulaschi rauskicken oder ein Wanner oder I don't know. Viel Spaß beim Editen. Ja, ich freue mich, aber ich will auch mit dir diskutieren. Deswegen bin ich da. Ja, pass auf, genau. Nennen wir erstmal alles. That's my job auch, dich zu challengen, weil das ist doch auch hier das Schöne, oder? Yes, natürlich. Ja, du hast auch noch ein bisschen Elite bei dir mit bei, oder? Hast du noch einen? Bei mir wurden alle Elite-Player genannt, tatsächlich. Tatsächlich, ne? Also ich habe nur noch 4 Spieler übrig und die habe ich oben alle drin. Also die wurden auch alle noch nicht genannt. Ich habe 3. Mhm. Bei Elite jetzt. Und ich habe aber auch noch 2 auf Weltklasse. Ein noch auf Weltklasse. Okay, guck mal, dann ergibt es doch. Ich habe noch 3 auf Weltklasse offen und eine Legende offen. Ja. Okay, dann, dann mache ich jetzt einen Doppelpack. Muss ich jetzt eigentlich einen Dreierpack. Oh Mann. Nee, ich mache jetzt erstmal, oh Gott, das ist ein Kuddelmuddel. Weiterhin Elite. Und ich habe jetzt Tim El Giraf Kleindienst. Heidenheim, da ging der 2016 hin. Da hatten die ein paar Leihen mit Gent. Dann kleiner Durchbruch letztes Jahr. 12 Tore, 5 Assists. Und jetzt steht er in allen 6 gespielten Bundesligaspielen in der Starting Lineup. 3 Tore, 1 Assist. Ich habe hier geschrieben, Giraf on a mission. Torschussvorlagen, der gibt dir immer. Auch ein super Statter, der gibt ja immer mindestens eine Torschussvorlage als Stürmer, ne? Ja. Also da siehst du halt auch, der hat den Hals wie eine Giraffe. Links und rechts guckt er. Und er sieht immer noch einen besser postierten. Von daher bin ich richtig happy für Kleindienst. Auch er goes National Team. Kleindienst für Elite. Ich habe ihn gar nicht dabei, weil ich nicht finde, dass er sonderlich viel krasser spielt, als ich erwartet habe. Also ich habe eigentlich genau das erwartet, was er bisher bei Gladbach gemacht hat. Wir haben ja im Stürmer-Ranking auch schon über ihn geredet und ich bin, wenn ich Tim Kleindienst irgendwo reinnehmen kann, dann mache ich das sofort. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was bei dir noch kommt. Talking about Nazio, ne? Brutal geil. Also, ja. Next Step. Ja, okay, fair. Müssen wir aber in Klammern machen, weil... Crasht er nicht die 12 Tore? Der crasht die doch. Der macht hoffentlich safe mehr. Das ist für mich wirklich ein Top 5 Bundesliga-Stürmer. My man. Ui, komm. Okay, das ist ein Statement. Ja, doch. Also da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir den unterbringen. Dann vielleicht doch eher nochmal als ein Gulaschi. Auch wenn der natürlich super spielt. Mhm. Wollen wir sonst Giraffe Gulaschi rausschmeißen für Key Player? Ja. Machen wir. Ja. Dann nehmen wir Tim Kleindienst rein und schmeißen Gulaschi raus. Mann, der Arme. Der spielt mit 85 Jahren die Saison seines Lebens und wir werfen ihn hier raus. Ja. Das ist ja unglaublich. Aber Kleindienst spielt auch seine Saison des Lebens. Also... Müssen wir auch so sagen, oder? Also ja, okay, komm, ist fair, können wir machen, ist ein valider Sagen. Nice, okay, wir haben Kleindienst jetzt drin, als dritten Keyplayer. Ja, okay, cool. Okay, ich habe jetzt, es ist ein bisschen tricky, weil ich habe jetzt noch 2, aber die könnten auch bei dir sein. Dann ist jetzt vielleicht ein bisschen Kuddelmuddel fürs Video, I'm sorry about that, aber dann hau doch einfach schon mal deinen nächsten Weltklasse raus, weil sonst rede ich hier so viel. Auf Weltklasse eingehen? Oder?
Oder wollen wir jetzt lieber nochmal... Mach mal deine Elite-Player zuerst. Du willst fertig. Echt noch... Du willst mehr hören von mir, ne? Ja, natürlich, mehr immer. Ich geb dir mehr. Ich geb dir noch mehr. Ich habe hier noch zwei. Ich habe hier noch Hugo Ekitike. Letzte Saison, da kamen die 5 Scorer zum Ende der Saison, aber man wusste ja eigentlich gar nicht, wo geht das denn noch hin mit ihm? Und dann kam diese Preseason. Und dann kamen alle... Alter, ich habe so viele User in meinen Kommentaren gehabt, ne? Bei diesen Vorbereitungsvideos. Igor Matanovic ist doch der Mann hier. Beste und, Grüße an Lars. Ja, beste Grüße auch an den. Und also für mich ist Ekitike ist ein gestandener Chef in diesem 069-Haus. 2 Tore, 2 Assists. Auch U21 Frankreich, da war diese eine Geschichte. Er hat einen Elfmeter. Die haben Elfmeter, er nimmt den, verschießt den. Die kriegen kurz Zeit später noch Elfmeter. Er nimmt den wieder und er schießt ihn rein. Das ist für mich so Chef-Mentality. Also quasi so wie du auf dem Platz quasi, so wie Tobi eigentlich. Und also für mich auch ein absoluter Top-Player der Liga. Also ich gucke den auch super gerne zu. Ich würde hier sogar so weit gehen, dass ich sage, hey, der macht die Saison so 18 bis 20 Tore. Da gehst du vielleicht auch sogar mit. Für mich wirklich auch Verbindung mit Marmoush ist wirklich second to none. Absoluter Elite-Grad. Heatmap habe ich mir angeguckt. Ist auch überall sehr beweglich. Macht ganz viel fürs Frankfurter Spiel, so mobiler Striker mit Boxpräsenz, habe ich mir aufgeschrieben. Von daher, Ekitike, maybe you got him higher. Ich drücke sofort meinen Veto-Knopf und sage, der muss in Weltklasse. Da lasse ich nicht mit mir reden. Gerne. Ja, finde ich gut. Für mich ist Ekitike, also, er hat ja noch einen anderen Stürmer, den vielleicht der ein oder andere, der das Video gerade sieht, schon gehört hat, noch mit im Sturm mit dabei. Aber was Hugo Ekitike bisher in der Bundesliga fabriziert hat, ist vollkommener Wahnsinn. Auch einfach gestern casual gegen FC Bayern mal ein Tor zu machen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Stürmer-Ding. Ich gucke auch immer so kleine Bewegungen an. Marmoush spielt den Ball rüber und statt sofort abzuschließen, macht er diese eine kleine kurze Körperfinte, die dann Kim quasi off balance drückt sozusagen und schießt dann mit dem zweiten Kontakt das Ding perfekt rein. Es ist so unglaublich geil und der Step von dem Ekitike, den wir letztes Jahr gesehen haben, der andauernd gefühlt um Abseits stand, null im Spiel mit drinne war und gar keinen Zugriff aufs Spiel hatte, zu dem Ekitike, der es jetzt ist, ist vollkommener Wahnsinn. Und deswegen bei mir Ekitike in Weltklasse sofort mit dabei. So ein geiler Mann. Liebe ich. Ich liebe auch diese Kim-Anekdote gegen deinen Lieblingsspieler. Und ich erinnere noch aus der letzten Saison, da kam er Rückrunde zur Eintracht, ne, genau. Von PSG. Und da war es auch so, gegen Heidenheim Auswärtsspiel musste er auch früher raus. Und da war dann auch so der Sprech, ist der fit genug? Ist der in seiner Shape? Stimmt, das kam ja auch noch. Kommt dazu. Der, ne, wie gut ist der wirklich? Wurde irgendwie geholt als Wunderstürmer. Und jetzt zeigt er das. Also jetzt zeigt er doch, wer er eigentlich ist. Und absolut, ich habe ihn schon eingekreist. Veto activated und Ekitike auf jeden Fall auf Weltklasse. Gefällt mir sehr gut. Perfekt. Gut. Hast du noch einen Elite-Spieler übrig? Das ist jetzt interessant. Ich hab noch einen letzten. Ja. Und wir haben ja auch noch eins. Nee, wir haben noch nicht festgesagt. Wir haben Leveling, haben wir schon drin. Genau. Ich habe hier noch Borka, Tuta, Pavlo mit Klammern. Und genau, das sind die drei offenen. Gleich. Und dann müssen wir gucken jetzt, wen du noch hast. Genau. Vielleicht hast du den auch in Weltklasse. Wahrscheinlich. Ich fahre nach Freiburg mit dir. Ritz. Noan ist jedem Podcast von uns, Game Changer am Donnerstag, also schwärmen die Jungs von dem. Also der Wert, der war für mich immer gut. So, das ist jetzt seine dritte Saison. Und für mich ist es gerade so New Levels. Also der macht das gerade wirklich top. Zusammenspiel habe ich schon gerade herausgehoben. Gefällt mir richtig gut da, auch mit Adamu, mit Grifo. Mir gefällt die Shot Selection. Das Tor gegen Heidenheim, auch ein Screamer. Da ist noch einer. Und 3 Tore nach 6 Spielen, also auch er ist on a mission. Siegtor gegen Bremen, also auch sowas hat er auf dem Schuh, dass er auch so einen Decisor macht. Und ist einfach eine feste Instanz gerade in Freiburg. Der ist erst 26, das ist vielleicht das perfekte Fußballeralter und spielt ja auch Nazio für Japan. Balleroberung gibt er dir auch, hat er auch im Spiel, da ist er die 14. Er erobert nicht nur da den Ball, sondern auch mein Herz. Und erfolgreiche Dribblingsplatz 13 dribbelt sich für mich in Elite. Ja, Lidstor, ich fand tatsächlich, ich habe ihn nicht mit dabei. Wir können ihn aber gleich irgendwie reinbekommen. Ja. Für mich hat Lidstor letztes Jahr schon seinen Breakout gehabt, weil ich fand, Ich finde, er hat sich letztes Jahr schon zum, also ich finde wirklich, Lidstor ist genauso wichtig für Freiburg, wie Vincenzo Grifo ist. Bei Grifo ist halt einfach dieser Standardaspekt noch mit dabei. Ja. Aber aus dem Spiel heraus ist Lidstor mindestens auf einem Level und ist da wirklich einfach unglaublich wichtig fürs Spielsystem. Alter. Übertrieben geiler Kicker. Wenn du sagst, er hat nochmal diesen Step gemacht, dann können wir, wenn du willst, auch Diogo Leitch rausschmeißen. Dann musst du aber wieder editen und können in den Keyplayer reinwerfen. Aber damit wäre ich auf jeden Fall fallen auch. Finde ich geil. Das ist dein Veto-Knopf, jetzt musst du drücken.
Okay, deal. Geil, geil. Hast du auch Move gemacht, ne? Selbstverständlich. Nice. Sehr gut, sehr gut. Okay, perfekt. Okay, dann ist Doan drin und der portugiesische Leuchtturm knickt quasi wie der schiefe Turm von Pisa einmal zur Seite. Jetzt und gehabt, aber ist fair. Macht den japanischen Weg auf. Ja, nice. Ja, cool. Und dann ist es das. Wollen wir dann einfach Burkhard, Tuta und Pavlo einfach mal im Schnell-Zickzack-Schnell-Game hier mal einloggen? Ich weiß nicht, ob du Pavlovic sogar auf Weltklasse am Ende ziehen willst. Da müssen wir gleich noch einmal drüber reden, okay. Weil ich habe noch zwei Spieler übrig bei Weltklasse. Und ich kann mir vorstellen, dass du sagst, Pavlo spielt den oder hat den größeren Breakout, womit ich auch mitgehen würde wahrscheinlich. Ja. Ist einfach schwierig. Also, ich nenne mal den Spieler, wo ich persönlich glaube, dass du ihn unter Warte, wir machen es anders. Ja. Warte, ganz kurz einmal, ganz kurz. Okay, pass auf, wir machen es anders. Wir haben ja hier Leute höher gerankt und niedriger gerankt. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal Burkhard einloggen. Genau. Ist auch in den Schnitt. Easy, ja. Okay, perfekt, weil den werden wir nicht auf Weltklasse packen. Genau, Burkhard, Leben, den können wir auf jeden Fall mal einloggen. Und die ich würde auch Tuta einloggen. Locked. Okay, gebe ich dir auch. Tuta würde ich auch mitnehmen, dann haben wir schon mal drei Stück. Und dann kommst du noch darauf an, wo jetzt am Ende Pavlovic landet. Bisschen mein Herz blutet, aber wir können auch nicht ganz Frankfurt nach oben packen. Aber Tuta ist auf jeden Fall schon mal, können wir schon, aber Tuta ist auf jeden Fall ganz valider. Und wenn du auch sagst, er hatte letzte Saison schon ein paar Glimpse of Glory, dann war auf jeden Fall schon ist gut Tuta. Letztes Jahr. Mhm. Sehr gut sogar. Ist für mich absoluter Fair Call. Gut, dann haben wir Leveling, Tuta, Burkhard. Schon mal die drei auf Elite. Einer ist offen. Ja. Einer ist offen, Pavlo ist in Klammern und ich höre mir den nächsten an auf Weltklasse von dir. Wie viele Spiele hast du jetzt noch übrig? Also ich habe genau noch drei. Ich hab noch zwei. Okay. Alright, dann habe ich einen Weltklasse, den du nicht mal mit in der Liste hast. Und das ist für mich Michael Olise vom FC Bayern. Wirklich? 100%. Breakout? 100%. Hätte ich niemals gedacht, dass der so in die Bundesliga reinkommt und so kranke Leistung zeigt. Ich fand auch, der hat gestern ein unglaublich geiles Spiel gegen Frankfurt gemacht. Generell aber auch davor in den Spielen, der hat sich bei Bayern nahtlos eingefädelt. Und ja, der war in der Prem schon gut, ne? Bei Palace, der hat geile Spiele gehabt. Hab die Spiele auch gesehen, so, ich sag jetzt mal, 1-gegen-1-Situation, generell einen guten Abschluss, das wusste ich, dass er das hat. Aber der ist ja bei Bayern aktuell ein absoluter Leader in der Offensive, schon nach 5 Spielen und nach 6 Spielen. Also für mich hat Olise nochmal einen riesigen Step gemacht und Breakout in dem Sinne, dass ich niemals gedacht hätte, dass er absolut felsenfest gesetzt ist am Anfang beim FC Bayern. Und ich sehe ihn auch nicht da rausgehen. Du hast jetzt theoretisch gesehen einen fitten Leroy Sané zurück und ich sehe aktuell keine Chance dafür, dass Leroy Sané an Michael Olise vorbeizieht. Und das hat für mich schon eine hohe Aussage. Das ist aber der Spieler, wo ich gesagt habe, da wäre ich fein mit, wenn wir den runtermoven auf Elite und Pavlovic dafür in Weltklasse reinpacken. Und dann werden wir wahrscheinlich dieselben zwei wieder übrig haben. Also für mich war das klar, dass der so einschlägt, oder? Der war doch auch schon gesetzt, oder? Den holen die auch nicht für 50 plus Mille, um den dann irgendwie auf die Bank zu parken. Glaube ich nicht. Für mich, Spaß, das ist jetzt nicht, um irgendwie Kommentare zu pushen, aber da will ich eure Meinung in den Kommentaren lesen. Also schreibt mal bitte eure Meinung zu Michael Olise. Habt ihr das erwartet? Ist das für euch ein Breakout-Spieler? Sagt ihr, nö, der performt einfach genau das, was er letzten Endes dann performen kann. Für mich ist aber auch, also ich verfolge ja auch die englischen Medien und so weiter und die englischen Medien, die waren entsetzt, dass Bayern den für 53 Millionen nur bekommen hat. Also es soll ein absoluter Schnapper gewesen sein und ich finde, er zeigt es halt bisher komplett. Für mich hat der wirklich das Potenzial, die Leroy Sané-Form aus der letzten Hinrunde, wo der so überkrass war, einfach dauerhaft zu konservieren. Und er macht es einfach so geil. Mhm. Also auch der Abschluss gestern wieder, es ist einfach geil. Für mich gehört der auf jeden Fall hier mit rein. Okay, ich packe ihn erstmal in Klammern. Wollen wir nochmal zusammen den Torjubel machen in 3, 2, 1? Welchen Torjubel? Hilfe. Von ihm. Ich weiß den Torjubel nicht. Hier, mach doch einen Finger Ohr und einen Finger leise sein und Augen zu. Okay. 3, 2, 1. Hast du gemacht? Ja, sehe ich ja nicht. Geil. Okay, perfekt. Richtig gut. Ja, komm, wenn wir beide schon Torjubel von ihm machen. Nein, du hast schon... Ne, kann man auch sagen, den haben die perspektivisch geholt. Also Leroy Sané, redet heute noch irgendjemand über Leroy Sané? Was macht der eigentlich gerade? Also der muss sich ja auch ein bisschen umgucken, dass der irgendwie auch wieder reinkommt. Nur als Beispiel, Palinha hat ja quasi fast dasselbe gekostet, aus derselben Liga. Palinha habe ich deutlich mehr erwartet, dass er einsteigt als Michael Olise. Für mich, wenn Olise dieses Jahr irgendwie 15 Startelf-Einsätze gehabt hätte mit 10 Scorern, hätte keiner was gesagt. Da hätten alle gesagt, war erste Saison bei Bayern. Aber dass der jetzt schon so viele Scorer hat, etc. Das ist schon absurd. Absurd. Ja. Auch so dieses Skillset, auch so diese, er macht ja auch so diese kleinen Moves wie Jamal auf engstem Raum. Also, das ist ja Wahnsinn, ne? Und auch die Tore gegen
Bremen und so, das, ne, das fühlt sich auch alles natürlich an. Das ist ja auch nicht irgendwie, dass der jetzt irgendwie die Elfmeter schießt, sondern das macht er ja auch alles eigentlich aus dem Spiel heraus, ne, aus der Bewegung. Total. Und ich habe auch gesehen, ich war ja Leverkusen im Stadion, ich habe gesehen wieder, wie Teams mit 11 Mann verteidigt haben. Das ist nicht leicht. Ja, da definitiv. In diesem Zwischenraum, du kennst ja auch als Stürmer, und dann, weißt du, ne, Possession und Timing und ne, Shot Selection, das ist ja so viel mit drin. Weißt du was, ich gebe dir Ulisse, ich gebe ihn dir, wir packen ihn auf Weltklasse mit Iki Tike. Nee, wir können Elite Weltklasse machen, ich bin fein damit, dass wir können wirklich Weltklasse machen. Ziehen. Okay, das für dich okay? Ja, das, da bin ich vollkommen fein mit, weil Pavlo habe ich es noch weniger erwartet, dass der so gesetzt ist und auch so einen geilen Job macht. Ja. Ich nehme mich auch, okay, da machen wir Ulisse auf Elite, bin ich vollkommen fein mit, zusammen mit Tuta, Leveling, Burkhardt. Pavlo ist jetzt gelockt. Mit Weltklasse zusammen mit Iki Tike. Genau, und dann haben wir noch zwei Spieler übrig. Ja, dann haben wir wahrscheinlich dieselben. Haben wir dieselben. Ja, ja. Jetzt kommt wieder so ein Kim. Ja. Alles klar. Imagine, jetzt droppt jemand was der andere nicht hat. Ich habe Weltklasse, ne? Fang ruhig an. Fang mit Weltklasse an, ja. Und ich habe Minjae Kim. Und der hat letzte Woche, wurde er von dir verbraten. Nein, habe ich natürlich nicht. Kurz Schocker, überlegt. Leute. Kurz wird leise kurz drüben, überlegt. Das ganze Saarland kurz die Nadel fallen hören im Stadion. Ich wollte es mir nicht an meiner Mimik anmerken lassen, weil ich dachte, du droppst den hier wirklich. Okay, Nein. Ich hab einen anderen. Ja, ich mach schon den Jubel. Ich hab Enzo. Mio. Wurde schon ordentlich gehypt in unserem Kicker Interactive Video. Die Leute wollten den alle. Der war da einer der meistselectesten ausgewählten Spieler. Und sie bekommen ihn auch. Im Schwabenland. 3 Tore, 2 Assists, dann dieses Dream Game gegen BVB mit diesem Solo, was auch viral gegangen ist, wo er sich auch einfach so zum Starspieler für mich auch entwickelt hat. Du hast ihn auch noch aufgestellt, deswegen hat er natürlich auch den Elfmeter erst im Nachschuss gemacht. Aber auch allein, dass er den Elfmeter schießt, ne? Du siehst halt auch im Standing vom Team, der schießt den einfach. Gestern war der dann natürlich nicht auf dem Platz, als der Elfmeter kam. Ich glaube auch, dass er den geschossen hätte. Erfolgreiche Dribblings, 86%. Come on, man. Dann da Platz 6, das ist für mich Florian Wirtz-Style. Schießt überproportional aufs Tor. 2,5 Schüsse. Leck mich fett. Es gab mal dieses Lied One in a Million von Bosson. Und er ist für mich One in a Million und One in our Weltklasse. Wie kannst du Serge Gnabry nicht in der Liste haben, Kessim? Ich check's nicht. Oh Mann, wirklich, Durchbruch. Serge Gnabry. 100%. Bro, der ist doch schon lange Durchbruch. Also, dann müssen wir ein Comeback-Video machen. Biggest Comeback oder so. Für mich war Durchbruch. Der hatte doch schon seinen Durchbruch. Ja, ich habe gesagt, Durchbruch ist für mich, was habe ich vor der Saison erwartet, was bekomme ich? Serge Gnabry war für mich vor der Saison abgeschrieben. Das war so ein Al-Nassr-Transfer. Und dann haut der da so eine Saisonstart raus. Für mich ist auch Gnabry aktuell der gesetzteste Flügelspieler mit Ulisse zusammen. Ich sehe da keine Chance, dass da irgendjemand dran vorbeikommt. Und ich finde ich liebe Enzo Mio auch. Ich mag seinen Playerstyle total. Aber Enzo Mio hatte ein richtig krasses Spiel bisher. Ja. Sonst war der gut. Und hatte noch ein Tor. Ich finde, Enzo Mio ist jetzt kein, also ist ein Upgrade zum letzten Jahr, aber kein Riesen-Upgrade. Wirklich, machst du mich sauer, ne? Mann, Gnabry hat doch schon einen Durchbruch gehabt. Leute, wirklich. In die Kommentare. Also, ich bin mir sicher, dass das ist. Wir machen noch ein Comeback-Video-Pyramide für Tobi. Machen wir einen Spot und dann kommt Gnabry rein. So, dann hast du dein Gnabry. Aber nee, Mio über. Mann, Gnabry ist doch jetzt auch 29. Ich wäre damit fein zu sagen, Mio größer Gnabry. Ja. Und wir packen Mio in Weltklasse. Okay. Aber ich gehe nicht raus ohne Gnabry in der Liste. Wo willst du den denn jetzt noch haben? Das weiß nicht, aber der muss unser armen Keyplayer, Alter. Die gucken sich die Videos doch auch an, wie Angelo Stiller. Freuen sich, dass sie bei Keyplayer eingerankt werden. Und dann kommt am Ende irgendwie noch ein Serge Gnabry um die Ecke gekurvt. Der spielt irgendwie sein Leben lang bei Bayern. Dann wieder mal eine gute Saison. Profitiert natürlich dann irgendwie auch vom Odise und Co. Ah, also ich kann nicht Paul Wanner in der Liste hier drin haben und dann Serge Gnabry nicht. Das funktioniert nicht. Ja, Wanner raus? Wann er raus? Ich will, muss aber Elite irgendwie bei Gnabry. Ich brauch den. Alter, müssen wir noch mal einen runterziehen. Alles wieder. Jetzt kann ich wieder. Alter, ja, ich erzähl dir gleich was. Also, Wann er ist gestrichen. Dafür geht Tuta einen runter und ich will Gnabry drin in Elite. Oder wen findest du von Elite am schwächsten, in Anführungszeichen? Burkhardt, Tuta. Burkhardt schon. Ah, das ist schon krass, was der macht gerade. Mit 5 Treffern. Ich bin da echt mit allen offen. Ich bin...
Aber Tuta auch einfach ein Top-Defender. Also. Ja, aber der war letztes Jahr auch schon gut. Okay, komm, du hast das gesagt. Er war letztes Jahr auch schon gut. Schreib mir in die Kommentare, ob der letztes Jahr schon wirklich so gut war, wie der jetzt ist. Ist Keyplayer für mich. Yes. Oder vielleicht dann nur ein Tick besser. Guter, aber guter Keyplayer, Gnabry Elite. Da bin ich vollkommen happy Burkhard mit. Dann kriegen wir auch deinen NC rein. Burkhard more improved. Yes. Wir haben Ulisse ist jetzt. Er ist trotzdem in Weltklasse, oder? Ulisse war bei Elite drin. Wir haben Pavlovic und EKTK in Weltklasse. Okay, perfekt. Dann ist Mio jetzt und drin. Mio, da, damit genau. Geht's mir besser. Und du kriegst noch deinen Koch rein. Sehr gut. Ich rühr schon mal für dich. Dein Meal Prep muss ja auch wieder laufen, ne? Ja. Vegane Bolle habe ich gehört, sehr gut. Ich habe eben voller Euphorie meinen Kochjubel in die Kamera gemacht und dann schaust du hin zu Mio. Geil, richtig gut. Man muss ja auch dazu sagen für die Zuschauer, wir sehen uns nicht. Das ist hier, wir treffen uns hier bei den anonymen Discord-Athleten. So sieht's aus. Und bei den anonymen Pyramidlern. Ja, sehr gut, noch besser. Und mein Lieber, willst du die Pyramide vollenden? Wir vollenden sie mit dem Mann, der bisher auch in allen Fantasy-Managern der beste Spieler der Bundesliga ist. Und das vollkommen zu Recht. Der Mann, ich habe selten jemand mit so viel Confidence Fußballspielen gesehen. Die Rede ist natürlich von Omar Mamouche. Also da führt kein Weg dran vorbei, dass Omar Mamouche der Most Improved Player dieses Jahr ist in der Bundesliga. Wir haben es letztes Mal beim Stürmer-Ranking schon gesagt. Der Mann, es war im Sommer relativ klar, dass er wechseln wird. Es gab super viele Gerüchte und dann quasi 5-6 Tage vor Bundesliga-Start droppt er einen Insta-Post von wegen, ich bleibe und ich habe richtig Bock auf die Saison. Und boy, oh boy, hat der Bock auf die Saison, Alter. Ich habe mir gerade nicht rausgeschrieben, wie viele Tore der Mann schon hat. Das hast du safe parat, oder? Nein. Nee, okay, egal. Auf jeden Fall, er hat gefühlt in jedem Spiel einen Hattrick gemacht. Das ist total krank, was er bisher in der Bundesliga performt hat. Omar Mamouche ist der Mann. Der größte Durchbruchsspieler dieses Jahr. Ich glaube, keiner. Der macht wirklich gerade einen Girassi-Start vom letzten Jahr. Das ist so krank, was Omar Mamouche bisher in der Bundesliga performt. Deswegen ganz klar die Legende bisher. 8 Tore. So krank. 4 Assists in 6 Spielen. Ja, er müsste auch. Er führt dort die Torjägerliste an. So krank. Du hast auch mit. Mit Jakob, genau, in der Zweierfolge letzte Woche im Fanshows-Podcast. Auf jeden Fall mal reinhören, Leute. Findet ihr überall da, wo es guten Podcast gibt. da habt ihr den ja auch predicted mit Saisontoren. Und wäre wirklich krass, wenn der eine 20-Plus-Saison hinlegt. Ich glaube, ihr habt euch da beide so eingependelt. Ich glaube, Jakob war ein bisschen kritischer noch. Glaube, ich hatte ihn so bei 18. Ich war kritischer. Und du, okay. Mhm. Ja. Aber ihr wart ja beide so in der Sphäre unterwegs. Und Alter, 8 Tore? In 6 Spielen? Das ist so krank. You kidding auch me? Einfach mal also, casual. Du hast ja, ich meine, jeder hat das Spiel gestern gesehen, auch die Zuschauer. Ja. Bayern hat die ja wirklich in Grund und Boden gestampft. Das war kein Spiel, wo du mal casual 3 Scorer raushaust und Omar Mamouche schießt einfach 2 Tore und legt noch einen auf. So gewinnt gut. Ein Sprint- und Körperduell gegen Dayo Upamecano, Bro. Ich verliere die Worte, wenn ich an den denke. Omar Mamouche ist so on fire, das ist krank. Er ist natürlich auch meine Legende. Ich möchte hier eigentlich nur eine Sache kurz erzählen. Wir sind jetzt auch schon bei 47 Minuten und müssen das Ding jetzt auch gleich hier zumachen. Ich war ja im Stadion. Leverkusen gegen Kiel. Es gab, wir versetzen uns einmal in die Szene beim 3-3, Mamouche, Positionierung und Ball und mit An- und Mitnahme und wie er aufs Tor läuft. Ja. Eine ähnliche Situation hatte Jeremy Frimpong gegen Kiel. Und er bekommt Bisschen Spot, vielleicht ein bisschen mehr außen, aber so von den Gegenspielern war das ungefähr eine Ebene. Jeremy Frimpong läuft nach außen und verliert, vertändelt dann den Ball oder wartet, bis die Mitspieler zusammen sind. Mamouche geht straight aufs Tor. Tunnelblick. Und das habe ich zu meinem Alter, das habe ich zu meinem Mann auch, mein Nebenmann Henok gesagt. Wieso zieht Frimpong denn nicht aufs Tor? Und Mamouche hat die Balls. Mamouche geht einfach straight. Ist ihm egal. Komm, schick alle rein. So schick mir noch 30 Bring Defender. Them to me. Genau. Bring mir die ganze Auswechselbank noch. Ich überlaufe euch alle. Ihr habt keine Chance. Nein. Und er straight einfach und so easy, ne? Und das ist ja auch ein wichtiger Moment. Das ist ja 95. Minute. Und bei einigen würde wahrscheinlich der Fuß flackern oder flattern. Und er einfach Coolness himself, weißt du, schweißt das Ding kurz ein. Und ich sag dir eine Sache. Die Situation davor, wo Dina Ebimbe über einen Schuh haut, wenn da Mamouche gestanden hätte, dann hätten die das wahrscheinlich sogar noch 4-3 gezogen. Weiß man natürlich, ist spekulativ, aber Mamouche für mich auch die absolute Legende. So und wir haben in den Teamchecks
Frankfurt auch da schon hart gepusht und mich freut das einfach, dass sie so einen geilen Ball spielen, dass er uns in der Liga erhalten bleibt, nicht in den Wald zu Forest gegangen ist. Und von daher Marmoush, absolute Legende. Die Frankfurter sind hier sehr gut vertreten mit dem Marmoush, mit dem Ekitike, mit dem Tuta. Und ich bin jetzt gespannt nochmal auf unsere Rankings, unsere Männer pro Line. Yes, auf unsere Picks. Yes, sir. Ich hoffe, wir haben so viel rausgeschmissen. Ich muss erst einmal kurz wieder überlegen. Ja, einmal sammeln. Am Ende drinne gelandet ist. Ich würde mit Jamie Bynoe Gittens gehen bei den Keyplayern. Mhm. Ich finde, der macht einen geilen Job bisher. Nice, gibt's einen nicen Swoosh für dich. Ich muss dann natürlich auf Tuta gehen, den ich ja ursprünglich auf Weltklasse gerankt hatte. Der hat es jetzt dann nur noch aufgrund der Vetorechte von Tobi, die er geclaimt hatte, ist der auf jeden Fall mein Mann bei den Keyplayern. Jawohl. Sehr cool. So, Elite. Da gehe ich dann sammeln. Mit Michael Olise. War ja auch bei mir ursprünglich in der Weltklasse mit drin, da muss ich ihn hier auch bei Elite picken. Exakt. Ich finde... Ja. Ich finde hier Leveling auch sehr gut. Ich finde, wir haben Burkhardt. Ich muss mich hier selber nochmal sammeln. Hatten wir jetzt Serge Gnabry haben wir. Ach, wir haben Gnabry. Weißt du was? Ich kürze das ganz kurz ab. Dann nehme ich für mich Johnny Burkhardt. Einfach aufgrund der hohen Scorer-Garantie, die er hier gerade mitbringt. Burkhardt, mein Mann. Nice. Stark. Cool. Weltklasse. Gehe ich mit Hugo. Hugo Ekitike. Finde ich auch geil. Und dann, da waren wir oft beieinander hier, auch die letzten Male hier. Da gehe ich dann mit Pavlovic. Das war ursprünglich auch hier. Vielleicht ein bisschen Hot-Take-Potential, aber Pavlovic, mein Mann. Hammer! Und das ist, ich weiß nicht, das ist die Premium XXL Deluxe Edition der Breakout Player. Natürlich nochmal eine ganz andere Folge, weil wir hatten natürlich jetzt alle Positionen offen. Wir haben tendenziell aber jetzt auch über gar nicht so viel mehr Spieler, glaube ich, geredet. Wir hatten schon eigentlich so unseren Playerpool eng beieinander. Ja, natürlich der eine oder andere Keyplayer, genau, vielleicht nochmal nach oben oder nach unten geschoben. Aber ich bin happy, mein Lieber, und ich gebe dir gern das letzte Wort. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, bei dir, Tobi, und freue mich auf nächste Woche. Und vielleicht können wir da wieder in eine Position reingehen. Dann arbeiten wir ein bisschen mit Pfeilen, denn dann aktualisieren wir mal die Mittelfeldspieler und schauen mal, ob da ein paar nach oben. Ja, weil dann haben wir jetzt, glaube ich, 4 Wochen dazwischen gehabt. Das wäre ganz cool, exakt, dann kann man quasi monatlich quasi ein Update machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es uns in die Kommentare. Es ist wirklich immer cool. Bei diesen Listen, als YouTuber sagt man das immer gerne, aber es ist ehrlich cool, wenn ihr einfach ein Like hier drauf da lasst. Das ist generell immer cool. Und wirklich in die Kommentare schreibt, was ihr da sehen wollt. Also wenn ihr Bock habt, dass wir die die Pyramide zum Mittelfeld updaten, dann machen wir das sehr, sehr gerne nächste Woche. Ich hatte die Ehre. Ich bedanke mich, dass ich hier immer dabei sein kann. Macht mir natürlich wie immer eine Menge Spaß. Wenn ich hier eine Stunde lang mit Kessel quatschen kann, bin ich ein Happy Man. Und das hat meinen Tag gemacht. Von daher alles super und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. My man. War meine Ehre. Wir machen das Ding jetzt zu, ja? Wünsche dir einen schönen Gruß. Wünsche dir eine hammergeile Woche. Wir sehen uns, my man. Ciao. Ciao. Yeah, und damit haben wir sie gefüllt. Unsere Breakout-Pyramide. Sie ist nicht durchgebrochen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich blende euch hier einmal ein Video ein. Das sind die Gewinner und die Scorer von gestern, vom Wochenende. Und damit bin ich raus. Wünsche euch einen schicken und sag Tschüss.